Nee, ist klar. Da ist schon mal eine von drei. Ich danke dir. Wenn du hörst, was er vorhat, bedankst du dich nicht mehr. Boss will, dass wir heute Nacht etwas Neues versuchen. Keine Konvois mehr. Wir plündern das Yankee-Lager direkt. Belly Forge. Genau das. Bist du dir sicher? Sicher oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Ich mache, was Church sagt. Wenn es dir nicht passt, geh zu ihm. Ist er hier? Natürlich nicht. Versteckt sich wohl in New York, sagt man. Und hält sich bedenklich. Zurück in den Knast. Okay, bin dabei. Ich stehe aber mitten. Haben wir da? Der ist ganz verdächtig ums Lager rumgeschlichen. Ist bestimmt ein Yankee-Spion. Nein, Yankee? Ist was anderes. Was Besonderes. Ist es nicht so, Haytham? Church hat mir alles von dir erzählt. Dann solltest du es besser wissen. Du bist nicht in der Position, Drohungen auszusprechen, oder? Noch nicht. Aua. Immer muss ich meinen Vater hier. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. New York! Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Ich mag den Haytham irgendwie nicht. Gleich tot. Nee, ne. Nein. Nur weil er daneben geschossen hat, das gibt es doch jetzt nicht. Boah, Leute. Ich fasse gerade nicht. Ja, genau, Connor. Finde ich gut so. Da muss Haytham jetzt nicht mehr kämpfen. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? New York! Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Wenigstens ist der eine blöde weg, der uns gerade umgebracht hat. Ah nein! Wo kommt er denn jetzt her? Yeah, some crazy action. Wow, sah das krass aus? Das sah krass aus.
Der gibt mir eine Ohrfeige und ich sterbe. Ey, unglaublich. Was ist denn heute los in dieser Aufnahmesession? Das gibt es doch nicht. Ja, vor allen Dingen gut finde ich auch, wie viel Schaden ich schon mal am Anfang da ziehe. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Hat Hazel mal einmal was Gutes gemacht. Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Ja, anscheinend kann ich das nicht. Das ist, glaube ich, tagesbedingt bei mir. Komm her! Boah, ey. So schnell muss es doch einfach gehen. Fehlender Nachschub. Fertig. Was haben wir denn geschafft? Wir haben alles geschafft. Wie schön. So, und jetzt. Warten wir. Ja, jetzt haben wir das ganze Dorf hier. Ach, dann plündern wir ein bisschen. So. New York. New York. Ja, können wir eigentlich schon direkt anpeilen, oder? Ich meine. Letztendlich. Ist da ja eh nichts mehr, was wir machen können. Und dementsprechend können wir auch schon nach New York gehen. Let's go to the mall. Ich bin ganz erstaunt, warum der die ganze Zeit sein Pferd hier ruft. So, nach New York reisen. Und ihr wisst, was das bedeutet, dass wir erst jetzt die Mini-Aufgaben machen, beziehungsweise die Aussichtspunkte in New York und danach weiter mit der Hauptmission weiterspielen werden. Aber nichtsdestotrotz mache ich hier erstmal einen Cut, weil wir haben echt viel gemacht heute. Ein bisschen verkackt teilweise, aber nichtsdestotrotz bin ich guter Willen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Hallihallo, wie geht's denn so? Und willkommen zurück. Wir sind in New York. Ich war noch niemals in New York, fällt mir da. Sind leider ein, ich weiß, der ist sehr, sehr schlecht. Aber ja, man kann es sich ändern. Wir haben hier direkt eine Befreiungsmission. Wir dürfen direkt wieder. Habt ihr einen Happen zu essen? Und sie schlagen uns, weil wir betteln. Bitte lenkt sie einen Moment ab und wir nehmen, was wir brauchen. Einen Händler verprügeln, um den hungernden Kindern zu helfen. Kaboom. Lass sie denn töten? Ich meine, das war jetzt ein Attentat, ne? Ich bin nicht hier. Ihr habt mich nicht gesehen. Das war ein bisschen krass. Ich bin nicht hier. Ihr habt mich nicht gesehen. Haltet den Kerl auf! Jetzt! Jetzt macht schon, Kinder. Ein von drei hungernden Kindern geholfen, auch wenn das Kind ein bisschen backt. Ja, sorry, Kollege, dass dich verprügeln musste. Aber war die Mission. Oh. Wir müssen in die Richtung. Nun gut. Ja, wir machen wieder die nächsten kleinen Missionen hier. Erstmal die Aussichtspunkte. Sehen, was sich dann um den Aussichtspunkten an Missionen finden lässt. Wir haben natürlich wieder Befreiungsmissionen. Die wollen wir auch natürlich machen. Oh, da ist wieder meine Kuh, die über den Zaun gerade läuft. Okay, cool. Oh, jetzt kann ich mich zwischen den beiden Damen gar nicht entscheiden. Hallo. Hallo, meine süße Kuh. Ja. Und da ist die nächste Kuh. Hallöchen, mein Kuhküchen. Ja. Ne? Schön. Die Kühe haben es mir echt angetan. Finde ich ganz große Klasse, die Tiere. In diesem wunderbaren Spiel, in dem ich mich überhaupt nicht ein einziges Mal aufgeregt habe. King's College. Jetzt kann ich auch wieder ganz viel vorlesen. Das King's College, das anfangs im Jahr 1754 noch im ersten Stock der Trinity-Schule, zog aber 1760 in das Gebäude, das du hier siehst.
Dieses Gebäude überstand das Feuer von 1776, wurde aber zu der Zeit gerade nicht als Schule verwendet. Auf Befehl der Kontinentalarmee musste es nämlich geschlossen und in ein Hospital umgewandelt werden. Das College öffnete erst wieder nach Kriegsende, wo es seinen neuen Namen bekam, Le Columbia College. Ein weiteres Beispiel dafür, dass, wie das Wort King beim amerikanischen Volk in Ungnade gefallen war. Ja, das stimmt natürlich. Es sei denn, es geht um Burger. Natürlich, und das sagt eine Menge über euch aus. Burger King? Das College blieb hier bis Mitte des 19. Jahrhunderts und zog dann weiter Richtung Stadtzentrum. Der Grundstein des Gebäudes zog ebenfalls mit der neuen Stelle und der Rest wurde aber abgerissen und das Grundstück für einen ordentlichen Profit verkauft. Eine Geschichte, die fast die ganze New Yorker Innenstadt teilt. Ja, wenn man sich überlegt, wie New York heute aussieht. Ja, Westbezirk ist auch von den Templern noch eingenommen. Werden wir alles noch ändern in New York? Bleib auf dem Boden, ja? Ja, ich bin auf den Tatsachen. Mit den Tatsachen auf dem Boden geblieben. Wie heißt das denn, dieses Sprichwort? Bleib mit den Tatsachen auf dem Boden? Ich weiß es nicht. Oh, nein! Lock die andere Wache doch nicht an. Das war jetzt High Skill wieder von mir, ne? Wie wäre das? Achso. Nicht anders scannen. Jetzt geh bitte hier hoch. Ey, ohne Scheiß. Connor. Nein, dadurch, ich finde das ja schön, dass du dich da durch die Gegend backst. Aber kannst du jetzt... Dankeschön. So. Ja, jetzt kommt nochmal diese epische Musik. Jetzt probieren wir das ganz langsam. Ich hasse so dünne Sachen. So, erster Aussichtspunkt in New York synchronisiert. Wird übrigens nicht eine lange Aufnahmesession, weil ich gar nicht mehr so viel Zeit heute habe aufzunehmen. Aber ich nehme halt auf... wie weit es geht und wir sehen direkt, wir haben ganz viel zu tun. Toll. Und wir sehen direkt, wir haben ganz viel zu tun. Direkt eine Befreiungsmission vor der Nase. Mister, bitte, könnt ihr mir helfen? McGibbitt. Dem Herrn sei Dank. Ich habe meine Ernte eingebracht, als diese Hummerbockel mich angriffen. Ich will nur meine Waren hier im Viertel verkaufen. Oh, bitte, sie riefen Verstärkung, als ich mich wehrte. Ich muss die Ernte beenden und ich kann sie nicht allein zurückschlagen. Warum liegt der hier auf dem Boden? Ich finde das irgendwie süß. Also die Geschichte hier finde ich gerade süß. Wir müssen den beschützen, dass der seine... dass der quasi seine Ernte beenden kann. Bin ich irgendwie putzig. Das finde ich total süß, die Geschichte gerade. Lalalalalalala. Lass den armen Farmer seine Ernte beenden. Kollege, sonst schießt sich dir die Kehle eben auf. Die Ernte wird sich schnell verkaufen. Der ist einfach umgekippt. Diese Männer haben alles konfisziert und treiben die Preise hoch. Das ist nicht richtig. Nein, das finde ich auch nicht richtig. Wir werden auch was dagegen tun. Das kann nicht angehen, dass die Templer hier so viel Macht haben. Wir sehen hier übrigens, wir haben hier wieder so einen Klunker-Plunker. Vielleicht kriegen wir irgendwann dann bald mal wieder einen Brief von Klunker-Bunker. Mal sehen. Man weiß es nicht. Jetzt haben wir hier noch eine Befreiungsmission. Ganz viele Befreiungsmissionen. Ganz, ganz viele. Ist mir aufgefallen? In den alten Assassin's Creed Spielen habe ich mehr drauf aufgebaut, mit meinen Assassinen, also mit meiner Bruderschaft quasi zu arbeiten, aber die ist gar nicht so oft hier. Da eine Familie vor der Zwangsräumung bewahren. Die Konsequenzen und wirst dein... Oh, guten Tag, Sir. Hi. Seid ihr gekommen, um seine Schulden zu tilgen? Wie nett von euch. 150 Pfandzahlen, um den Mann
bezahlen, um den Rechenmann loszuwerden. Jawohl. Diese Stadt könnte mehr gute Samariter wie euch brauchen. Ich muss noch mehr Schulden eintreiben. Vielleicht wollt ihr mir den Ärger ersparen? Der ist Hundefutter. Ja, wir sollten mal gucken, dass wir irgendwie einen Herold oder so finden, weil sonst greift uns ja jeder hier an. Ich renne die ganze Zeit so oft schon mit Status 1, Bekanntheitsstatus 1 durch die Gegend. Da bin ich so irritiert. Aber naja, so ist das. Ah, guck mal, hier haben wir doch... Hilft uns das? Ja, perfekt. Sind wir wieder in Kognito? Was gibt's hier? Geht weiter, geht weiter. Diese Decken gehören alle mir. Das finde ich jetzt aber nicht. Nett. Haut ab! Das sind meine Decken. Das war jetzt konsequent. Hey, was verbrennst du meine Decken? All deine Decken sind mit Pocken infiziert. Du solltest sofort einen Arzt aufsuchen. Na wunderbar. Die infizierten Decken verbrennen. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt für eine strange Mission, bitte? Was soll das denn jetzt einfach? Einfach nur, er meckert dich an, du machst die, Guck mal, der Nordbezirk ist schon umstritten, das ist doch schon mal schön. Das war jetzt ja voll... Strange. Sehr, sehr strange. Aber okay, gut. Nächste Befreiungsmission. Ach, nochmal hier bestechen, töten. Besorg mir nur das Geld, oder du trägst die Kohle. Oh, guten Tag, Sir. Ja, ich möchte dich bestechen hier. Um seine Schulden zu tilgen? Still. Nett von euch. Ja. Diese Stadt könnte mehr. Ich habe ja genug Geld. Ich weiß überhaupt nicht, was mit dem Geld machen soll. Ich muss noch mehr Schulden eintreiben. Vielleicht wollt ihr mir den Ärger ersparen. Wir haben uns gerade schon gesehen. Ich habe gerade schon deine komische Wache, die jetzt plötzlich wieder hinter dir steht, getötet. Was ist das hier? Kurier. Habe ich es mit dem Kurier? Habe ich es doch immer noch nicht so raus, was es mit dem auf sich hat, oder? Dann muss ich ja machen mit dem Kurier. Ach, wir töten den jetzt einfach. Bleib zurück! Ich wollte nur wissen, was man mit dem Kurier machen kann. Honig sammeln. Was macht man mit einem... Nein, wir machen erstmal die Alamach-Seite. Hier gibt es die auch. Toll. Ich dachte, wir wären im Boston damit fertig mit den Alamach-Seiten, aber... Also Kurier in diesem Spiel verstehe ich nicht. Wir rennen einfach mal phänomenal in die falsche Richtung. Weil ich dachte, ich hau jetzt aus Versehen auf den Popo. Tue ich aber nicht. Das sollten wir vielleicht abreißen, wenn wir schon noch vorbeilaufen. Inkognito, jawoll. Einmal nachseiten. Wahrscheinlich in diesen schönen Ruinen gelegen. Westbezirk ist auch mittlerweile umstritten. Wir haben ihn fast befreit. Wir müssen jetzt hier hochkommen irgendwo. Wow, das ist sehr verbrannt. Wow, krass. Werden sie schon plimmern, klimmern und flimmern? Und ich verliere sie direkt aus dem Auge und habe keine Ahnung, wo sie herfliegt. Das ist schon mal gut. Jawoll! Ach, hier sind wieder. Von 1738 dem Band, eine von vier. Halt ab! Das sind meine Decken! Ich würde nicht auf den Decken schlafen, Kollege. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Seht euch das an. Wirklich bemerkenswert. Hey, was verbrennst du meine Decken? All deine Decken sind mit Pocken infiziert. Du solltest sofort einen Arzt aufsuchen. Na wunderbar. Ich finde das Ganze, ich finde es total genial. Die regen sich einfach fast gar nicht drüber auf, dass wir einfach die Decken da so verbrennen. Ich weiß nicht. Ich fände das total unhöflich, wenn plötzlich ein Mensch... Achso. Wenn plötzlich ein Mensch zu mir ankommen würde und meine Decken verbrennen würde. Also ich gerade bei diesen Wintertemperaturen, die zurzeit draußen herrschen. Ich weiß, der Part kommt wahrscheinlich im Sommer erst, aber trotzdem. Momentan ist Winter. Also ich würde das nicht gut heißen. Und wieso sind hier so viele Rotbärsche? Rotbarsche? Bärsche. Was denn Bärsche für ein Wort? Barsche.
Ich würde es auf jeden Fall nicht gut heißen, wenn man mir meine Decke verbrennen würde. So einfach aus dem Nichts. Okay, mein Gott, da sind Pocken drin, ja. Aber erst reden, dann verbrennen. Aber ich glaube, ich würde sie einfach in die Waschmaschine schmeißen. Aber hilft das? Ich weiß nicht. Was für Pocken sind das überhaupt? Ich kenne nur Milben. Und Milben habe ich nicht. Nee, das wäre eklig. Bah. So. Begutachten wir mal das New York. Der 1777 Jahre, also dem 18. Jahrhundert. Ich habe immer das Problem, ich denke immer, da vorne steht, in dieser Jahreszahl steht eine 17. So, warum ist es dann nicht das 17. Jahrhundert? Nein, es ist das 18. Jahrhundert. Ich finde das ein bisschen strange halt, weißt du? Aber muss man mitleben. Ja, wir haben hier wieder eine Taverne, mit der ich eh nie was anfangen kann, weil ich die Spiele nicht spielen möchte, weil ich zu doof dachte. Wir haben bis jetzt kein Spiel gewonnen. Ich bezweifle auch, dass wir jemals ein Spiel gewinnen werden. Ich würde behaupten, wir werden nie ein Spiel gewinnen. Ich bin echt gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil das mit dem Hazen, das ist natürlich schon echt krass.